Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir waren letztens hier stehen geblieben und ich würde mal sagen, nimm mir Elizabeth die Hand. Ihre Hand. Sie sieht alt aus. New York? Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was? Was ist das für eine Karte? Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Wow. Wo sind wir? Das war gerade das Lied, das war das Anfangslied von Bioshock. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Beeilung! Ihr zwei da oben, wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine... Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt! Wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Nein, nein, nein. Comstock. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Und erste Maschine dauern. Du willst einen Schrotflintenkampf haben? Ich hab die Schrotflinte. So. Zack. Vergiss es, kommst du. Was? Ein Tornado? Was jemand für Nahkampf führt, dann kriegst du schon weiter, wenn du das willst. Und einmal nachladen, bitte. Was ist los mit dir? Au, jetzt bin ich tot.
So, komm. Perfekt, jetzt hab ich eine neue Waffe wenigstens, die was bringt. Die Gatling Gun nehme ich jetzt mit. Dafür muss Elizabeth dazu. Gut. Jetzt freu mich mal Elizabeth. Los, los! Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies. Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab... Booker. ...nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst... Ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Er scheint ihre Kräfte zu maximieren. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Kriegst du das auch? Das dürfte schnell gehen. So, los geht's. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Die Prozent... Wir nehmen einmal... Ja. ...sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sattern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Bereich verlassen? Natürlich! Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Oh. Ich kann mich doch erinnern, dass man da sich am Anfang entscheiden konnte zwischen Vogel oder Käfig. Also, wir haben die andere Variante ausgewählt, wo wir wahrscheinlich... Also, jetzt kann ich das ruhig erklären. Also, wir haben uns entschieden, dagegen entschieden, was der andere David entschieden hat. Der hat sich für den Vogelkäfig entschieden. Wir haben uns für den Vogel entschieden. Also, das ist ziemlich merkwürdig. Schrotflinte. Schrotflinte sollten wir die jetzt haben, wieder. Repetiergewehr nehme ich jetzt mit. Burstgun. Nee. Okay, das war's jetzt. Mehr können wir leider nicht tun. Ich bräuchte hier Hilfe. Okay, da! Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David.
Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitte sehr. Luftschiff. Boah, das ist aber groß. Was ist das? Da! Entdeckung! Anscheinend jetzt! Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Ein Mittel zum Zweck ist ja ganz klar. Noch ein wenig. Sofort nehmen. Okay, danke schön, Elizabeth. Stirb und stirb und down. Geh doch. Los! Okay! Und hier ist mir jetzt den Sporn und sogar auch vorbeantritt. Gelegenheiten. Erstmal den Übernehmer erstmal und den Übernehmer. Okay, so geht's natürlich auch. Was? Wo? Wer greift mich an? Wo denn? Digga! Los! Fertig! Du bist nichts Besonderes! Ach, von der Tür! Halt ihn auf! So, und jetzt kann man nämlich in den Raum mal reingehen. Mal sehen, was da drin ist. Verschlossen. Bin dabei. Öffne, los. Knack das Schloss für mich. Ja, los. So. Komm, Elizabeth. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Na los, ist Elizabeth. Bitte sehr. Gut, geh doch. Geh doch. So. Gut, das haben wir jetzt. Sauber. Okay, Minigun. Haben wir noch genug Schuss bei uns? Ja, geh dorthin. Verstanden. Kurs auf die Hand of the Prophet.
Aber wir werden uns beim nächsten Part tun. Also wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bioshock Infinite.